neue Wege zur Gesundheit, gibt kompetente Antworten auf Fragen im Bereich Vitamine, Minerale, Ernährung und orthomolekulare Medizin. Journal, Ausgabe 54, Osteoporose und Arterienverkalkung, Vitamin K2. Osteoporose und Arterienverkalkung, zwei Erkrankungen, eine Ursache. Diese Verbindung, also ein zu wenig an Kalzium in den Knochen, Osteoporose, und ein zu viel an Kalzium in den Arterien, Arteriosklerose, wurde vor über 100 Jahren entdeckt, aber als eine weitere unbekannte Kuriosität des Alterungsprozesses abgetan. Den Forschungsarbeiten der Universität of California, Los Angeles, unter der Leitung von Dr. Linda Damer, einer Spezialistin für Blutgefäße, verdanken wir die entscheidende Erkenntnis und Hilfe. Arteriosklerotische Ablagerungen in den Gefäßen können exakt die gleichen Proteine enthalten, wie sie bisher nur in Knochengewebe gefunden wurden. Diese Proteine, hauptsächlich Bone Morphogenetic Protein 2, sind wichtig für Knochenerhalt und Knochenbau. Siedeln sich diese Knochenbauproteine aber in den Adern an, tun sie das, was sie können. Sie binden Kalzium an sich und versuchen Knochen zu bilden, verheerend für die Gesundheit der Knochen, da dort ein Mangel auftritt und lebensbedrohend für die Blutgefäße aufgrund beginnender Arteriosklerose ist. Für dieses Auftreten, also das Bilden von Arteriosklerose in den Adern statt sinnvollem Knochenaufbau, müssen körperliche Fehlsteuerungen verantwortlich sein. Bei der Suche nach Ursachen wurde Dr. Damer auf den reduzierten Gehalt von Vitamin K im Blut der Patienten aufmerksam. In der Folge konnte sie auf japanische Forschungsarbeiten zurückgreifen, die bereits seit Jahren mit Vitamin K2 die gefürchtete Osteoporose behandeln, ohne den positiven Effekt und die Wechselwirkung hinsichtlich Arteriosklerose zu beachten. Die Japaner wurden durch Studien zur Verteilung der Osteoporosehäufigkeit in verschiedenen Regionen des Landes aufmerksam. Überall dort, wo besonders viel Natto verzehrt wurde, eine Speise aus fermentierten Sojabohnen, die besonders reich an Vitamin K2 ist, gab es auffällig wenig Osteoporose-Erkrankte. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie auf nwzg.de. Stets an Ihrer Seite. Neue Wege zur Gesundheit. Die Welt der Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. NWZG bietet Ihnen unentgeltlich und versandkostenfrei das Handbuch der Nähr- und Vitalstoffe an. Auf über 360 Seiten werden Ihnen 480 Stichworte verständlich und praxisgerecht erklärt und ausführliche Ratschläge zur Therapie und Vorsorge gegeben. Wahlweise auch als sofort downloadbare PDF-Datei. Besuchen Sie uns auf www.nwzg.de.